bin der Stefan Ortlieb, ich bin Mitarbeiter des Diakonischen Werks an der Saar und arbeite im Bürgerzentrum Brebach, das ist ein Gemeinwesenprojekt im Osten von Saarbrücken. Und wir arbeiten zusammen mit den Bürgern, um es kurz zusammenzufassen, gemeinsam mit den Bürgern die Lebensverhältnisse in dem Ortsteil, der Stadtteil zu verbessern. Also es gibt ja in Saarbrücken insgesamt 7 Gemeinwesenprojekte und die sind untereinander stark vernetzt und stellen auch gemeinsam sich gegenüber der Verwaltung dar und haben gute Erfahrungen gemacht mit der städtischen Verwaltung, die ja auch größtenteils kooperativ bei uns mitarbeitet. Wir haben Bilanzgespräche, wir sind also an sich mit den städtischen Ämtern mit der Zusammenarbeit zufrieden. Es ist natürlich also durch den Wegfall des Sozialamtes und des Jugendamtes sind natürlich Instrumente verloren gegangen, die diese Dinge erleichtert hätten. Und das einzige sozialpolitische Instrument, das die Stadt noch hat, sind an sich diese 7 Saarbrücker Gemeinwesenprojekte. Und gemeinsam mit denen, die ja einen direkten Draht in den Stadtteil und zu den Bürgern haben, gemeinsam mit denen könnte so eine Sache klappen. Oder es hat eine gute Voraussetzung, dass es eben klappen könnte. Ne? Unter der Voraussetzung, dass die Verwaltung natürlich auch die Zeichen der Zeit erkennt und auch auf Augenhöhe arbeiten, verwirklichen kann, den Bürger nicht als Kunde, sondern als Bürger sieht. Und dann ist man eben auf einer gleichen Augenhöhe. Da muss man auch lernen. Also ein Masterplan für soziales Saarbrücken ist ja an sich gerade in Zeiten knapper Kassen. Wie kann man zusammen leben, angenehm in einer Stadt? Das ist eine Frage, die beschäftigt den Bürger genauso wie die Verwaltung. Und das muss Ziel sein, diesen Plan zu verwirklichen, wie man dahin kommt und wie man die Bürger damit beteiligt und welche Organisationen. Und ja, das auf möglichst breite Füße zu stellen, das wird ein Ding. Das kann man nicht innerhalb von einem Jahr machen. Das ist ein großer Zeitraum und da müssen politisch stabile Verhältnisse bleiben. Es darf nicht unbedingt auch wieder mal die Politik sich ändern, die Aussagen. Sag mal, ändert sich die Mehrheiten im Stadtrat, dann kann es schon wieder passieren, dass auch die Verwaltung wieder ganz anders agiert. Deswegen brauchen wir da auch jetzt mal einen langen Atem und Leute, die willens sind, den langen Atem auch bis zum Ende durchzupusten. Ne?